Russland hat das sogenannte Getreideabkommen gekündigt. Als Folge daraus spitzt sich die Lage in der Ukraine weiter zu. Zwar haben weitere Frachter ukrainische Häfen verlassen, doch Moskau will die Transporte nicht zulassen. Währenddessen hat Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Der deutsche Regierungschef verurteilte den gezielten Beschuss ziviler Infrastruktur durch russische Streitkräfte. Sie haben jetzt schon kein Wasser und fürchten, dass sie schon bald auch kein Gas und kein Licht mehr haben werden. In Kiew stehen Hunderte stundenlang an, um Wasser aus öffentlichen Brunnen zu pumpen. Die russischen Attacken vom Montag haben erneut die kritische Infrastruktur in verschiedenen ukrainischen Städten getroffen. In Sotschi droht Russlands Präsident Putin auf Nachfrage von Journalisten indirekt mit weiteren Raketenangriffen. Wir hätten noch stärker angreifen können. Das war längst noch nicht alles. Auch das aus Deutschland gelieferte Abwehrsystem Iris-T half mit, noch Schlimmeres zu verhindern. 16 Raketen wurden nach ukrainischen Angaben allein damit abgefangen. Der Konflikt um die Ausfuhr ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer spitzt sich unterdessen weiter zu. In einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates droht der russische Botschafter erneut mit einer Blockade. Ukraines Präsident Selenskyj fordert internationale Konsequenzen. Russland verschärft die globale Ernährungskrise, stellt sich gegen die Weltgemeinschaft. Russland sollte keinen Platz mehr haben im Weltsicherheitsrat und in anderen internationalen Strukturen. Die Internationale Atomenergiebehörde hat derweil mit Untersuchungen in der Ukraine begonnen. Es geht darum zu prüfen, ob, wie von Moskau behauptet, im Land tatsächlich sogenannte schmutzige, also mit radioaktiven Substanzen angereicherte Bomben hergestellt werden.